Hallo zusammen. Schauen wir uns eine Polynomdivision an. Klingt immer wahnsinnig kompliziert, ist aber im Endeffekt ganz einfach, wenn man einmal den Vorgang verstanden hat, wie es funktioniert. Polynomdivision oder anders gesagt ein sogenanntes Trinom geteilt durch ein Binom. Drei Ausdrücke in der Klammer, zwei Ausdrücke in der Klammer. Wie funktioniert das Ganze? Wie fange ich da an? Ich fange so an, indem ich mir nur die beiden ersten Ausdrücke anschaue. Der Rest ist vollkommen egal. Du hast hier a hoch 4 stehen und du hast hier a stehen. Du stellst dir immer die gleiche Frage. Mit welchem Ausdruck musst du a multiplizieren, um a hoch 4 zu erhalten? Und das ist relativ simpel, das ist ganz einfach a hoch 3. Warum? Weil a hoch 3 mal a wieder a hoch 4 ergibt. Das ist die erste Überlegung, die du anstellen musst. Und dann wird ganz einfach zurückgerechnet. Wir multiplizieren unseren Ausdruck, den wir herausgefunden haben, mit dem ersten Ausdruck der Klammer und dann mit dem zweiten Ausdruck der Klammer. Also, a hoch 3 mal a ergibt, wie wir gerade gesagt haben, a hoch 4. Genauer gesagt, natürlich plus a hoch 4. Ich schreibe das Vorzeichen jetzt auch dazu. Wir multiplizieren danach mit dem zweiten Ausdruck, mit minus 6. A hoch 3 mal minus 6 ergibt minus 6. A hoch 3 schreiben wir drunter. Okay, auf das Vorzeichen ein bisschen aufpassen. Nicht mit 6 multiplizieren, sondern wir multiplizieren mit minus 6. Dann der gleiche Vorgang kommt auch immer wieder Strich drunter und dann kommt der Vorzeichenwechsel. Deswegen habe ich hier auch ein Plus hergeschrieben. Aus dem Plus wird ein Minus und aus dem Minus wird ein Plus. Es werden immer unten die Vorzeichen getauscht. Und dann rechnet man zusammen a hoch 4 minus a hoch 4 fällt weg. Hier muss an der ersten Stelle beim Zusammenrechnen immer 0 herauskommen. Kommt hier nicht 0 heraus, dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht und musst noch einmal überprüfen, wo der Fehler liegt. Also hier steht immer 0. Okay? Hier steht minus 12 a hoch 3 plus 6 a hoch 3 ergibt minus 6 a hoch 3. Ist es klar? Du hast minus 12 plus 6 ergibt minus 6 und das a hoch 3 kommt einfach dazu. Nächste Stelle plus 36 a Quadrat heruntergeschrieben. Du musst immer so viele Stellen herunterschreiben, wie du Elemente im Divisor stehen hast. Zwei Elemente ist ein Binom, deswegen brauchen wir auch hier mindestens zwei Elemente. Wenn es mehr sind, ist es auch okay, aber mindestens zwei sollten es sein. Und jetzt beginnen wir wieder von vorne. Die gleiche Frage wie zu Beginn. Mit welchem Ausdruck musst du a multiplizieren, um minus 6a hoch 3 zu erhalten? Na, ist schon klar, das ist auf jeden Fall einmal minus 6, dass wir minus 6 hier stehen haben. Hier haben wir a hoch 3. Also müssen wir mit a Quadrat multiplizieren.
Also müssen wir insgesamt mit minus 6 a Quadrat multiplizieren. Wir sehen gleich, ob es richtig ist beim Zurückrechnen. Wir rechnen wieder mit dem ersten Ausdruck und wir rechnen dann wieder mit dem zweiten Ausdruck. Wir multiplizieren minus 6a Quadrat mit a. Das ergibt minus 6a hoch 3. Minus 6a hoch 3. Mit dem zweiten Ausdruck multipliziert minus 6a Quadrat mal minus 6. Minus mal minus ergibt auf jeden Fall plus. 6 mal 6 ergibt 36. Und a Quadrat, hier steht nichts, bleibt a Quadrat. Strich drunter, Vorzeichenwechsel. Aus Minus wird Plus, aus Plus wird Minus. Immer einen Vorzeichenwechsel durchführen. Minus 6a hoch 3 plus 6a hoch 3 fällt weg. Der erste Ausdruck, habe ich gesagt, muss immer wegfallen, sonst hätten wir hier einen Fehler. Und hier auch der zweite Ausdruck, er fällt auch weg. Plus 36a Quadrat minus 36a Quadrat fällt auch weg. Das gefällt uns gut. Wir haben nichts mehr zum Herunterschreiben. Wir haben 0 Rest. Und wir haben die Division gelöst. Das ist unser Ergebnis. Und es kommt 0 Rest heraus. Ergebnis a hoch 3 minus 6a Quadrat. War, glaube ich, gar nicht so schwer. Alles klar?